Willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Weiter geht's hier in der Feuerblumenwelt mit dem Feuerbrüder-Level. Feuerblumenwelt, Feuerbrüder. Jetzt weiß ich schon, wo man ist. Jetzt hab ich gar nicht. Na egal, dann haben wir Mario und nicht tot. Haha. Ist egal, ne? So. Na, ich gehe schon der Annahme, dass wir tot bekommen hätten. Das ist auch lustig. Aber wie ich mein Glück kenne, hätten wir ihn wieder gekriegt. Der ist so nutzlos. Der Typ kann gar nichts. Wow, ich glaube, hier ist die Zeit super knapp. Sehe ich schon. Besiegen wir die Goombas. Goomba-Touren. Kein Ding, kein Ding. Ah, da oben kommt es hin. Wertvolle Zeit verloren. Wertvolle Zeit verloren. Hier oben ist bestimmt was, wenn wir hier hochgehen. Ja, wertvolle Zeit. Zeit ist Geld. Ich gehe jetzt der Annahme, dass da unten wirklich nichts ist. Ich glaube, wir sollten uns wirklich hier beeilen in diesem Level. Das ist ja unglaublich. Nur 26 Sekunden. Alter, das ist... Das ist auch kein leichtes Level gewesen. Das haben wir auf jeden Fall schon mal gemacht. Das weiß ich. Oh mein Gott. Da musste man den Typen so schnell wie möglich besiegen. Ist jetzt hier nichts mehr? Nee, tatsächlich nicht. Na, ich dachte, wir haben schon... Boah, wir müssen richtig viel vergessen haben. Wir müssen richtig viel vergessen haben. Alter, what the fuck? Na, man muss sich hier wirklich beeilen. Das war jetzt hier keine Schauspielerei oder so. Ihr habt es ja gesehen. Ich mich da super lange aufgehalten. Wo könnten das alles sein? Wir machen das Level nochmal. Und sperren jetzt die Augen auf. Wir wissen, den ersten grünen Stern müssen wir jetzt hier schon mal nicht mehr holen. Was ist das überhaupt für eine fette Sandburg da in der Mitte? Das würde mich auch mal interessieren. Ist ein Stern abgebildet, ein Stempel abgebildet und eine Fahne abgebildet? Keine Ahnung, was es zu bedeuten hat. Oh, die sieht schon wieder ein Geist aus. Ich krieg die Krise. Aber das sollte uns eh noch nicht so interessieren. Wir müssen uns mit diesem Level hier nochmal beschäftigen. Ich hoffe, wir finden jetzt alles. Das war der erste Grünstern, ne? Ja. Yeah. Kann man direkt hier weiter marschieren. Da ist noch eine Uhr. Da ist ja noch eine Uhr, ne? Hier direkt weitergehen. Und den nicht weiter zu beachten. Let's go. Ist auch eine Uhr. Habe ich die eben mitgenommen? Ja, ich glaube schon. Ah, doch, haben wir. Hier kommt das Ding. Okay. Was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn man hier nochmal zurückgeht. Ich gehe jetzt auf den Twomp und gehe dann hier halt nochmal zurück, dass hier vielleicht was ist. Tatsächlich. Dann muss ich eigentlich das Level jetzt abschließen. Guck, wir haben nur so wenig Zeit. Ich muss das Level jetzt wieder beenden. Man muss, glaube ich, das Level dreimal spielen, um hier wirklich die 100% zu kriegen. Und das alles in einen Run zu kriegen, ist mir dann doch wahrscheinlich ein bisschen zu gewagt. Ist wahrscheinlich da unten. Dann hast du euch zwei Wege jetzt. Bei diesen komischen Ameisen. Das hat ja auch so viel Zeit jetzt gekostet. Oh shit. Ich muss ja den Feuerbruder besiegen. Ich muss den Feuerbruder besiegen, Mann. Heilige Scheiße, das hat viel Zeit gekostet. Nevermind. Ich will das Geschenk. Ich will das Geschenk. Ich will das Geschenk. Lassen wir es. Er hat das Geschenk eh nicht mehr. Schnell ans Ziel. Oh mein Gott. Oh, jetzt hat er wieder das Geschenk gehabt. Was sind das für ein Betrüger? Nevermind. Wir haben. Wir haben tatsächlich jetzt hier den zweiten Grünstein. Das war auch der zweite, oder? Muss der dritte sich ja bei den Ameisen befinden? Ein anderes Versteck? Kann ich mir nicht vorstellen. Puh, das ist echt ein Tortur hier alles einzusammeln, weil die Zeit hier so knapp war wie noch nie eigentlich. Aber machen wir es lieber so safe, anstatt hier die extra Leben aus dem Fenster zu schmeißen. Das ist eigentlich hier die beste Variante. Vielleicht wäre Toad hier auch tatsächlich in diesem Level ganz in Ordnung. Weil er eben halt schneller ist als die anderen Chars. Hier nehmen wir jetzt auf jeden Fall das Power-Up mit. Scheißegal, wir brauchen es. Wir hatten keinen Reserve-Power-Up gerade mehr. Es ist immer praktisch, so ein Reserve-Power-Up zu haben. Darum, warum nicht mitnehmen? Ach toll. Na super. Na, klasse. Jetzt muss ich hier aber die Katze nehmen. Ich weiß nicht, wie man den sonst ohne Problem besiegen soll. Wird viel zu viel Zeit kosten. Und die Zeit, die haben wir nicht in diesem Level. Jetzt mehrfach erlebt. Kletter hier nochmal hoch, weil ich weiß, hier oben ist eine Uhr. Diese Uhr nehme ich doch gerne mit. Die Uhr ist dann doch schon von großer Bedeutung. Hier ist was. Ein Stampf vielleicht? Tatsächlich, hier ist der letzte Grünstein. Oh mein Gott. Die Uhr, die Uhr, die Uhr, die Uhr. Aber ich denke, wir haben es. Aber wie soll ich denn jetzt den Hammerbruder besiegen? Fällt mir gerade auf. Er ist den Feuerbruder.
Kann ich jetzt gar nicht besiegen. Ich habe hier keinen Power-Up. Wie soll ich den denn... Wie komme ich da jetzt ran? Das ergibt hier gar keinen Sinn. Wie soll ich den jetzt besiegen? Ganz im Ernst, wie soll ich den besiegen? Ach so, wenn er hier rüberkommt, ne? Ah ja, okay. Also ohne Power-Up echt nicht einfach. So, und... Hui! Und zack, yes. Erster Versuch. First try. Aber... nicht gerade ultra souverän, aber wir haben es geschafft. Eieiei. Nice. Wo alle Power-Ups verloren, ist halt nicht so vorteilhaft. Mal gucken wir mal, wie schwer die nächsten Level sind. Was ist das überhaupt für ein Level? Das ist sogar das nächste. Wieso ist das hier nicht am Weg? Da hätte man sofort hingehen können, glaube ich. Beim Betreten der Welt hätte ich direkt das Level machen können. Aha, was ist das denn Schönes? Das ist jetzt ein extra Level, glaube ich. Ja. Oh, wir haben jetzt wirklich wieder ein 3D-Adventure. Seht ihr das? Richtig klasse. Jetzt ist halt die Frage, hat der nur einen Grünstern, dieser Rabbit? Oder hat der auch mehr zu bieten? Irgendwie quasi das Ziel oder so. Wie schneide ich den jetzt am besten den Weg ab? Das ist echt eine gute Frage. So schwer werden die Hasenjagd noch nie. Im Galaxy war es immer geschenkt. Nicht schwer die Hasenjagd da. Aber hier ist schon anspruchsvoll. Das sieht man. Das mit den Goombas. Ist das jetzt hier so ein Fun-Level? Frage ich mich gerade wirklich. Seit wann können die sich bewegen? Ich weiß nicht, wie ich den Hasen kriegen soll. Bin ich ganz ehrlich. Wie kriegt man den? Man kann ihn nicht in der Ecke locken. So ein großes Level ist. Insofern keine Ahnung, wie ich den einholen soll. Vielleicht gibt der irgendwann nach, wenn eine bestimmte Distance gelaufen ist. Oder wenn ich alle Tempostreifen mitnehme, hole ich den dann langsam ein. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, Freunde. Könnt ihr euer Oma erzählen. Nee, man holt den nicht ein. Den doofen Hasen. Oh Mann, wie soll man das denn schaffen? Wie soll man den einkriegen? Das geht gar nicht. Man kann den nicht kriegen. Seht ihr das? Man kann den Typen nicht kriegen. Jetzt enter hier lang. Ich kann den Typen nicht kriegen. Nein. Keine Ahnung. Werde ich mir im Internet was zu ansehen. Müssen wir erstmal auslassen. Oder gibt es hier wirklich eine Ecke irgendwo, wo er nicht abhauen kann? Nee, gibt's nicht. Gut, lassen wir das. Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Schießen uns hier weiter. Hat aber nicht wirklich was gebracht, sehe ich gerade. Gucken wir mal noch, was es hier sonst noch so gibt. War halt eine Open World, die ich erkunden hätte können. Aber ich war jetzt so frustriert von diesen beschissenen Hasen, dass ich keinen Bock mehr darauf habe. Das heißt schon was, ne? Dass ich keinen Bock habe auf so ein 3D-Bild hier. Aber wir bekommen die Katze. Die macht uns aber auch nicht schneller. Durch die Katze können wir auch den doofen Hasen nicht einkriegen. Aha. Das hängt so eine Röhre. Hätte ich hier hingelotst werden können. Ist ja interessant. Wieso ist hier eigentlich ständig eine Uhrzeit? Das Level ist wirklich nicht so groß, dass man hier ständig neue Zeit bräuchte. Meiner Auffassung nach. Oh, habe ich hier irgendwas missachtet? Oder geht es noch ganz lang weiter mit so 3D-Welten? Nö, hier ist schon das Ziel. Übrigens gar nichts gefunden. Ah, Toad. Wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Der Idiot könnte sich mal als nützlich erweisen. Das war übrigens geplant. Wer es glaubt oder nicht, das war geplant. Dann glaubt's halt nicht, aber es war geplant. Ja, geile Ausbeute. Nichts erreicht in dem Level. Dann wird nicht nichts. Außer die goldene Fahne. Na, immerhin. Puh, keine Ahnung, ey. Sprich, was werden wir jetzt machen? Wir werden Toad nehmen, den Hasen fangen und dann uns einfach mal diese schöne Overworld angucken. So, ändern. Toad. Ich nehme freiwillig Toad, dass ich das noch erleben darf, ey. Okay, wir sind jetzt der schnellste Charakter im Spiel. Somit sollten wir auch den doofen Hasen hier einkriegen können. Und die machen sich mal aus dem Staub hier. Ja, der sollte den Hasen kriegen können. Jetzt wusste ich nicht, wo der hin will. Macht nichts. Ich sehe hier auf jeden Fall die Chance, den Hasen zu kriegen. Doch diese Hasen.
die auch was geben? Eine Feuerblume, immerhin. Hm. Nee, gibt's aber nichts mehr, wenn man die alle besiegt hat. Nee, wisst ihr was? Bevor wir den Hasen jagen, gucken wir uns hier erstmal auf der Overworld um. Na, wobei, wenn ich ihn jetzt hier schon wieder sehe. Hier, friss meine Feuerbälle! Yes! Ach so, damit geht das. Man kann den betäuben und dann kann man den erwischen. Ah. Okay, da haben wir eine Röhre, die zu ist. Ganz interessant. Könnte ich mit der Katze mich hochschieben, aber ich möchte es schon richtig lösen. Die befördert mich wahrscheinlich nach da hinten. Das sieht verdächtig aus. Ist aber nichts. What? Hm. Hier auch. Ebenfalls nichts. Warum fehlen da denn immer diese Steine? Sieht wenig so aus, als wäre da was, aber das ist wirklich nichts. Die ganzen Assis hier besiegen. Ah, das sieht auch verdächtig aus. So ein Hügel. Aber ist nichts. Vielleicht war es sogar der Startpunkt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nee, das ist allgemein hier manchmal so. So uneben. Boah, es ist viel zu erkunden. Junge, Junge. Hier ist aber nix. Ist wieder so ein komischer neuer Gegner, deren Namen mir gerade entfallen ist. So, hier haben wir wieder einen Hasen. Der gibt aber... Na, er gibt immerhin eine bessere Klatze. Jo. Jetzt frage ich mich allerdings, wo die anderen zwei Grünsterne noch sein sollen. Und die alle erstmal kaputt. Geben aber immer nur Power-Ups, wie wir hier sehen können. Lassen wir uns hier mal schießen. Ach nee, das haben wir ja schon mal gemacht. Das haben wir ja schon mal gemacht. Das hat ja nichts gemacht. Ja, echt keine Ahnung, Mann. Wo da tatsächlich hier diese versteckte Röhre sein soll. Absolut keine Ahnung. Ach doch, da hinten sehe ich was. Da hinten sehe ich was. Na, hier ist wieder so ein Rohr. Mhm. Und das befördert mich zurück. Und das ist auch die Lösung. Okay. Das war der zweite Grünstern. Wo ist dann der dritte? Vielleicht da oben? Da war ja so ein Schalter und Stempel gibt es ja nicht mehr. War ja so ein Toad-Schalter. Heißt das, ich kann den Grünstern nur mit Toad bekommen? Könnte echt sein. Deswegen werden wir uns das jetzt anschauen. Was zur Hölle? Warum ist der so seitwärts abgesprungen? Das habe ich nicht eingegeben. Das ist eine Zeit... Ich weiß echt nicht, wofür die Uhr ist. Oh, und diese Wolke nicht. Ich kann da auch so locker flockig hinkommen. Ohne Probleme. Seht ihr das? Alles easy. So, es muss... Hier muss der Grünstern sein. Er kann einfach nirgendwo anders sein. Ja, tatsächlich. Aha, aber wir wollen uns hier nochmal auf die Probe stellen. Bloß nicht failen, ey. Dann muss ich den Hasen nochmal machen und... Oh. Machen wir es ganz safe. Alright. So, warten wir schön ab. Jetzt hier nicht auf ein Ziel gerade noch einen Fehler machen. Das wäre so unnötig. Und dann haben wir es. Jo, schönes Level. Hat mir richtig gut gefallen. Bisschen erkunden, da mal einen Hasen fangen. Das war richtig, richtig wie Super Mario 64. Man wird in eine Welt geschmissen und darf erkunden, da einen Hasen jagen oder da eine geheime Röhre finden und dann an den Stern kommen. Geil, geil, geil. Das war eins der besten Level im Spiel. Meiner Meinung nach. Das ist Nummer 7, aber wo ist Nummer 6? Das blöde Geisterhaus, ne? Ja. Hin und her im Gruselhaus. Da müssen wir jetzt durch, Freunde. Das Geisterhaus. Ohne Luigi. Ich könnte... Oh. Ist... Ey, das ist ja geil gemacht. In schwarz-weiß. Den habe ich sofort gesehen, den Stern. Oh, das ist ja schön. Das gefällt mir dann doch wieder. Ich glaube, das Geisterhaus hatten wir schon mal. Das war gar nicht so einfach, ne? Ach, das war ein Fake-Block, habe ich jetzt erst gemerkt. Ich dachte, wann kommt jetzt endlich diese Animation, dass wir in Bonus-Level kommen? Ja, gar nicht, du Idiot. Gar nicht, es kommt nicht. Das war nur eine Farce. Vor dem Bus. Der geht auch hier hoch. Echt nichts Schweres dabei. Ja, ihr seid echt lustig, ihr Bus. Ihr seid echt lustig. Richtig lustig. Ist auf jeden Fall der zweite Grünstern. Ja. Als ob da auch wirklich ein One-Up auf dem Weg liegt. Aha, das glaube ich nicht, dass es der Zielfall ist.
Ich lasse mich nicht vor euch verarschen, ihr Buhus. Was, ist es tatsächlich der Zielfall oder was? Was ist denn das für ein kleines Geisterhaus dann? Wo bin ich? Hilfe, wo bin ich? Ah, nicht, dass hinter dem Buhu auch noch einer war. Falls ja, dann wissen wir, wo der letzte Grünstern ist. Könnte echt sein. Ah, Fake-Röhre. Dumm gelaufen! Am Ende war der Zielfall auch dann doch nur Fake. Ich rieche das irgendwie. Und hier geht es die ganze Zeit weiter. Ist schon ein bisschen dubios. Mhm. Hier gibt es nichts, oder was? Nur es fällt einfach runter. Hm. Ja, als ob hier One-Up-Pilze sind. Ja, natürlich nicht. Doch! Lol! Da war wirklich einer jetzt. Da ist der letzte Grünstein. Oh yeah! Was? Das ist ja voll easy, das Level. Wenn jetzt hier nicht noch was kommt. Das war ein cooles Geisterhaus. Mhm. Ne, der Zielfall war dann fake. Ihr habt mich nicht verarschen können. Seht ihr da? Seht ihr das? Ich hätte nichts sagen dürfen, weil jetzt haben sie mich verarscht. Aha. Anstatt Zielfall ist jetzt hier eine Box. Äußerst interessant. Moment mal, hier war ich ja schon. Oh ne, jetzt kommen wirklich so klassische Geister aus Spielchen. Oder es soll nur so aussehen, als wenn ich hier schon mal gewesen wäre. Ne, tatsächlich nicht. Das ist aber blöd. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was zu tun ist. Oh, ich hasse sowas. Was kommt davon, wenn man direkt sagt, oh, das ist ein geiles Level? Aber letzten Endes ist es das dann doch nicht. Ich nicht weiß, wo es hier weitergehen soll. Ja, da muss es aber irgendwo... Hä, was sollte man? Da oben geht's nicht hin. Okay, festgestellt. Festgestellt. Da oben ist nichts. Hier war der Fake-Zielfall. Kommt natürlich nicht wieder. Da unten kann man da hin. Das sieht so aus, ne? Wie so ein Friedhof. Ich wette, wenn man da runterfällt, stirbt man. Ja, ich weiß aber nicht, wo man sonst hin soll. Ja, ernsthaft? Was ist das für ein verficktes Dreckslevel? Es kommt davon. Geiles Geisterhaus. Das ist wieder so ein Geisterhaus, was ich abgrundtief hasse. Man weiß nicht, was man machen muss. Ich werde es versuchen. Eine Theorie habe ich halt noch. Ich habe die Theorie, dass dieser eine Zielfall, wo ich sagte, ah, das ist bestimmt ein Fake-Zielfall, dann doch der echte ist, dass man dann zurück hätte gehen müssen. Das wäre halt noch eine Theorie. Ansonsten, keine Ahnung, ansonsten muss ich mir im Internet nachschauen. Weil ich weiß es halt nicht. Ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Hier wäre Ende, wenn es kein Internet gäbe für mich. Oder der ist tatsächlich doch richtig. Das werden wir jetzt gleich sehen. Das wäre natürlich ganz witzig. Aber das glaube ich nicht. Hier, den meine ich. Als ob der richtig ist. Glaube ich nicht. Seht ihr, ist falsch. Ja, aber wo ist denn dann da... Ja, dann muss ich im Internet nachschauen. Ich weiß nicht, wo es da weitergehen soll. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn, Freunde. Keine Ahnung, wirklich nicht. Die Röhre war auch nur fake. Brauchen wir gar nicht drauf. Lass mich doch nicht von diesen Idioten hier nochmal verarschen, Mann. Feuerblume. Da unten wirklich 1 Milliarde One-Up-Pilze. Ist ja richtig lustig. Die waren fake. Der war echt. Seht ihr, mein Brain. Alles gemerkt, alles abgespeichert. Wie ein Dateiordner. So, jetzt aber wirklich keine Ahnung, wo es hier weitergehen soll. Absolut keine Ahnung. Wenn ich eine Katze bräuchte, wäre jetzt hier eh Ende. Ja, Freunde. Bis gleich. So, jetzt weiß ich, wie es geht. Das war echt... Junge, ey. Seht ihr das da unten unter der Brücke? Kann ich auf meinen kleinen TV-Karten-Screen kann ich das gar nicht sehen, ey. Da ist so eine behinderte Box. Das wird wohl die Lösung sein. Das sieht aber schon wieder so aus wie eben. Ja, aber hier sind Münzen. Das heißt, hier waren wir schon mal nicht. Ein bisschen was muss ich ja jetzt hier verändert haben, gell? Oh, da ist auch das Ziel. Und da haben wir's. Goldene Fahne, alle grünen Sterne, 100%.
Echt komisches Geisterhaus, ey. Am Ende wieder dieses typische Geisterhausmäßige, was ich abgrundtief hasse. Dieses, wo man nicht weiß, wo es lang geht. Das ist so schlimm. Wirklich. Ich finde es wirklich schlimm. Weil einfach gar nichts weiß. Ich will das Level ja lösen, aber fühlt sich wie so ein Vollidiot. Ansonsten, overall, war das Geisterhaus gut, nur das Ende hat mir überhaupt nicht gefallen. Was wieder das typische Element war. Was ich nicht mag. Ballerei in der Röhrenlagune. Ich hoffe, das ist jetzt mal ein bisschen offensichtlicher und nicht so was Komisches, so was Verzwicktes, wo keiner Mensch durchblicken kann, Mann. Oh, sieht nice aus. Urlaubsfeeling. Das kann ich gebrauchen. Nach den ganzen Ausrastern und nach der Verzweiflung ist es schön, mal wieder diese tolle Urlaubssonne genießen zu dürfen. Danke dafür. Tada, Super Mario Sunshine kehrt zurück. Tada, mit Peach. Super Mario Sunshine mit Peach in Hauptrolle. Nur hier in diesem Level. Mhm. Hä? Hier war doch gerade was. Ja, Münzen. Können wir gestohlen bleiben? 100 Münzen müssen wir nie zusammen haben für ein extra Leben. Das ist einfach too much. Deswegen lohnen sich die Münzen in der Regel nicht so. Man braucht halt 100 für ein extra Leben. Das ist echt nicht wenig. Ja, hier komme ich doch hoch, oder? Mit so einem Wirbelsprung. Wie ging der denn? So wäre ich da auf jeden Fall hochgekommen. Komm, du verschwindest jetzt erstmal so. Danke. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen Weg da hoch. Ich könnte mir das vorstellen, einmal so. Jetzt kann ich da ganz easy hoch. Da müsste... Ah, ja. Macht Sinn. Das war echt machbar. Ist auch schön. Das gefällt mir soweit. Vielleicht wäre da eine Katze drin gewesen, dass man die Wall erklimmen könnte. Das wird einiges hier erklären, aber... Ja gut, da ich klein war, kann ich das jetzt nicht überprüfen. Ich muss das Level wohl gleich nochmal spielen. Macht ja nichts. Das Level macht wenigstens einen freundlichen Eindruck. Das gefällt mir soweit. Was ist das denn da oben? Oh mein Gott, das wird so ein Rammlerhai, ne? Rammerhai heißen die ja offiziell, aber ich habe die ja Rammlerhai getauft. Aha, aha, aha. Kann man die eigentlich umbringen vor hinten? Ja, der leuchtet rot. Vielleicht kann man das wirklich. Take this. Na komm, wir lassen das aber. Braucht die nicht umbringen. Ja, wobei. Ne, wir lassen das. Ich will aber noch gucken, was hier unten ist. Hier ist ja noch... So ein Loch, das ist ja nicht umsonst da. Das ist einfach eine Abkürzung, okay, eine simple Abkürzung. Ah, nice. Hier muss man den Kanonenhead so lange behalten haben, ansonsten bekommt man diesen Grundstein nicht mehr. Das war auch der erste, insofern brauche ich hier gar nichts mehr untersuchen. Das ist all das Zeichen, was mir gezeigt hat, dass wir alles gefunden haben. Dann war da auch nichts Spannendes mehr. Gut, tauchen wir weiter hinab in die Tiefen des Meeres hier. Den Kanonenhead lasse ich da, falls wir verlieren sollten. Und den später nochmal brauchen. Wer weiß das schon. Da oben ist bestimmt was. Der Pfeil zeigt nach unten, aber hier oben ist ja was. Das ist ja sowas offensichtlich. Deswegen schauen wir mal nach, was hier Schönes ist. Kanonenhead verloren, war klar. Aber, zweiter Grünstern. Jetzt gehe ich aber nicht extra zurück und tue mir einen neuen, oder? Nee, lassen wir mal. Oh, shit. Wohl doch die falsche Entscheidung. Na, vielleicht bekommen wir hier noch was. Ah, da wäre. Da ist auf jeden Fall noch was für den Kanonenhead. Vielleicht gibt es hier einen neuen Kanonenhead. Ey, da könnte ich sogar, glaube ich, durchschlüpfen, oder? Na, egal, wir machen das jetzt hier mit. Wir machen das jetzt hier mit. Hier müssen wir wieder ganz schnell die grünen Münzen einsammeln. Ich hoffe, das gelingt mir jetzt hier. Ah, man kann auch mit Hilfe der Kanonenkugel die einsammeln. Das ist ja interessant. Nice! Danke, Kanonenkugel. Ich glaube, ohne. Die wäre das jetzt hier nicht ermöglicht worden. Und wir schauen auf unseren Kontostand und sehen wirklich, was wir alles haben. Das Level ist sehr freundlich, sehr schön. Das ist doch mal ein Level nach meinem Geschmack. Und man weiß, was verlangt ist. Die Level-Idee war von vornherein klar. Man braucht immer den Kanonenkopf hier, um was zu erreichen. Das ist eine Levelstruktur, die man durchschauen kann. Verständlich, schön designt. So will man es haben. Perfekt. Jetzt weiß ich allerdings,
man die goldene Fahne kriegen soll. Weil ihr seht selbst, wie komme ich da hoch? Das ist mir jetzt wieder nicht ersichtlich. Können den Bowser jetzt zerstören, was bringt uns das? Ist ja irgendwie nur ein Secret-Ausweg gewesen. Ich kann aber nichts erkennen da oben. Das riecht nach Katze. Hätte ich mir das Level nochmal mit der Katze machen. Oder war... Ja, ich kann das natürlich so mit Peach. Ich frag mich echt... Doch, da gäbe es bestimmt eine geheime Röhre. Da war bestimmt eine geheime Röhre, weil die Blumen sind ja auch so angeordnet, als wäre hier was. Nö, ist nur One-Up. Äußerst komisch. Falls irgendwie eine geheime Röhre war, könnt ihr mir das ja in den Kommentaren schreiben. Würde ich mich drüber freuen. Denn ich habe da jetzt nichts sehen können. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht wirklich danach gesucht, aber so geht's ja auch mit Peach. Aber Peach mal wieder gehabt und hat auch direkt einen guten Job gemacht. Richtig geiles Level. Das war einfach nur klasse. Gut, dann gucke ich mal, wie lang der Part schon ist. Wir haben ziemlich viel erreicht in diesem Part. Und somit ist bestimmt auch viel Zeit vergangen. Jupp, ich lag richtig. Perfekte Partlänge, wie ich finde. Und insofern würde ich sagen, oh, hier ist noch eine Urlaubswelt, wie cool. Machen wir im nächsten Part. Insofern würde ich sagen, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr mir gerne vorgesehen. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal mit der Hektik in der Wolkendisco und einem weiteren Urlaubslevel. Guckt mal, das ist echt nicht mehr viel hier. Hier sind noch ein paar Levelchen. Und das war's dann. Oh mein Gott. Für meinen letzten Level. Naja, ich glaube nicht, dass wir das alles lösen. Nur wenn es perfekt läuft. Aber wir sind echt kurz vor Ende. Die Ziellinie dieses Let's Plays, dieses Spiels ist in Sicht quasi. Also, macht's gut, Freunde. Bis dann, ciao.